So, not gonna lie, letzte Woche das Anime-Spiel hat mich ziemlich getiltet. Deswegen habe ich mir gedacht, spiele ich jetzt was, was ich schon seit einer Weile spielen wollte. Und zwar ein Spiel, das stark an Undertale erinnert, soweit ich gelesen habe. Everhood. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Es ist ein rhythmusbasiertes Storyspiel. Ich hatte schon mal, als ich anderthalb Wochen lang keinen Zugang zu Internet hatte, reingespielt. 20 Minuten, wie man sieht, aber ich bin nicht sonderlich weit gekommen. Ich habe die ersten drei Gegner gemacht und danach ausgemacht, weil ich mir dachte, das ist, glaube ich, ein gutes Spiel für ein Let's Play. Also, viel Spaß damit. Was passiert eigentlich, wenn ich No mache? Ich habe letztes Mal einfach Ja gedrückt. Also, ich möchte weder Menschlichkeit, Zeit noch Unsterblichkeit abschwören. Willst du mir jetzt sagen, dass das Spiel zu Ende ist? Gut. Habe ich letztes Mal auch noch nicht geschafft. Beats hitten halt so richtig hart rein. Ich liebe den Stil halt. Ich fand das schon bei Undertale damals geil. Es sieht so aus, als wäre die Holzpuppe, oder als hätte die Holzpuppe angefangen zu laufen. Ich habe nicht erwartet, dass du aufwachst. Dir fehlt ein Arm. Ich kann dich nicht vorbei. Ich kann dich nicht durchlassen, bis ich nicht weiß, dass du dich selbst verteidigen kannst. Und jetzt geht's los. Das ist voll gelogen, weil ich bin dumm. Ich bewege mich mit den Schultertasten. Also, das slappt so hart. Ich bin aber auch so scheiße dämlich, Alter. Also manchmal frage ich mich echt, wie ich überhaupt den Controller in die Hand bekomme. Okay. I am awake. Ich find's so geil, dass Sachen in diesem Spiel sprechen. Ich find's gut. Ich weiß nicht warum, aber im nächsten Abschnitt geht's zu einem Nachtclub. Und anscheinend gibt es vorher ein Rätsel, das ich aus Versehen gelöst hatte, weil ich einfach als erstes alles anspreche. Denn man benötigt Geld. Besser gesagt, man braucht Schmacks. Und um Schmacks zu bekommen, muss ich meine Seele eingeben. Was auch immer. Oh, ich bin so schlecht. Obwohl, play it safe. Play it safe. Komm, komm, komm. Reck, reck, reck. Also, ich werde das Spiel nie als No Hitless, als Hitless Run machen können. Hitless oder No Hit Run? Eins von beiden muss ich mich entscheiden für. Das kommt, das war's. Okay, ich krieg, weil es leider keine Schmackels gibt, kriege ich ein Schmackelticket.
Die Leute sind auch so weise in diesem Spiel. Ich habe vergessen, worüber ich gesprochen habe. Hier kommen wir noch nicht durch, aber wir müssen in den VIP-Bereich. Ich würde alle mal ansprechen. Das Rasta-Biest mag es, wenn Leute sich selbst fühlen. Oh ja, einen Drink könnte ich definitiv gebrauchen. Sein Memory-Stock ist kaputt, deswegen vergisst er immer, dass er keine Getränke hat. Nosferatu. Gold Pig has made me work so much. Wer ist Gold Pig? Ich weiß nicht, ob das Anspielungen auf irgendwas sind oder ob das vielleicht noch Charaktere sind, die später kommen. Ich werde im Wald noch irgendwelche Pilzleute treffen. Ich weiß nicht, ob 2 Millionen Schmack viel sind. Aber ich habe seinen Drink kaputt gemacht. Okay. Das ist der letzte Fight, den ich schon vorher gemacht habe. Der ging eigentlich. Ah, der Beat ist hart. Und vor allem gibt es hier neue Parts, wo man nicht drüber springen kann. Fuck. Der Stick nimmt aus irgendeinem Grund immer noch einen zweiten Input mit rein. Und dann ende ich dort, wo ich eigentlich weg wollte. Das war closer. Ich glaube, an der anderen Seite bleiben ist meistens so die beste Idee, die man haben kann. Fuck. Oh, scheiße. Muss regenerieren. Das ist absoluter Terror einfach. Gut. Jetzt kommt's. Oh! Ich mag es nicht, wenn sie reden und gleichzeitig angreifen. Ich kann nicht lesen und interagieren. Alter, Beat geht so hart nach vorne. Ich hätte springen sollen. Ich glaube, das war's. Oder? Wie es nochmal hochkommt. Ich liebe solche Spiele. Dafür krieg ich sein VIP-Ticket. Eine luxuriöse Karte mit den Buchstaben VIP. Ventriloquist Improvisers Puppeteers Club. The Sea is Silent. Es ist ein Bauchredner-Club. Oh mein Gott, da habe ich letztes Mal gar nicht drauf geachtet. VIP-Card you have. Allein, dass er die Karte isst. Sieht gut aus. Schmeckt eklig. Sieht gut aus.
So, ab jetzt ist es auch für mich Neuland. Ist Haunting nicht so viel wie verfolgend? Ah. Ach, da wo es blau aufleuchtet. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Oder? Nice. Rätselmeister. Es ist dunkel und kalt, aber ich bin immer da, um dir den Weg zu leuchten. Ich find's so. Wieso hat der Speicherpunkt Angst? Holy fuck. Gold Pick. Okay, das ist also der, von dem man vorhin gesprochen hat. Werde ich hier reingelassen. Das ist die Puppe, von der ich den Arm gestohlen habe. Well, well, well. Bist du hergekommen, um deinen Arm wiederzubekommen? Ja, hauptsächlich. Hahaha. Das wirst du nicht. Nee, ich bin doch gerade da, um den Dieb zu fangen. You will only be an annoyance if I keep you around. Willst du mich töten oder was? Tatsache. Okay. Neue Mechanik. Holy shit. Death Metal. Oh, der fucking Blast Beat. Okay, das muss ich vielleicht mit den Pfeiltasten machen. Dafür ist der Controller nicht ausgelegt. Hello? Hello, Motto? Was ist das? Musste ich hier sterben? I don't know. Das ist some space. Okay. What? Irgendwie. What happened? Ich meine, hä? Was? Ich bin verwirrt. Was? Was passiert denn hier? Ich kann mich nicht auf Vorder- und Hintergrund konzentrieren. Okay. Also die Musik.
Was? Also das ist... Das erinnert mich so hart an Undertale. Was ist das? Also musste ich... Also hätte ich das Rätsel auch gar nicht beenden können, oder was? Aber was war das? Ich meine, das war der Frosch. Irgendein... Ist das der Dieb? What is happening? Wieso sind hier Gnome? Wieso sind hier viele bedrohliche Gnome? Alter, wieso raven die Gnome? Was passiert da im Hintergrund? Ich kann mich nur so halb drauf konzentrieren. Oh mein Gott. Das ist nicht gut für meine Epilepsie. Holy shit. Okay. Not gonna lie. Okay. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ist das das Gesicht von einem alten Asiaten oder von einem Fötus? What? Warum ist das Hardbass? Ich habe keine Ahnung, was da gerade stand. Ich konnte mich auch null drauf konzentrieren. Bitte hör doch endlich auf. Oh, sag jetzt nicht, dass sich das dreht. Oh Gott, ich muss das gerade mental verarbeiten. Bitte, bleib jetzt so. Danke. Komm. Jawohl. Bitte lass es jetzt gewesen sein. Warum denn? Warum muss denn das jetzt sein? Oh mein Gott, es schaukelt schon wieder. Leute, es gibt Gründe, warum ich nicht auf Schiffsschaukeln und sowas gehe. Nicht mehr. Das macht mein Gehirn gerade nicht mehr mit. Okay. Oh nein, es ist inverted. Es ist falsch rum. Was machst du hier? Ich weiß es nicht. Du solltest nicht hier sein. Ja, wirklich. Du
bist zu früh wieder zurück. Das sollte nicht möglich sein. Irgendwas fehlt. Ich kann dir nicht erlauben, zu viel zu lernen. Das würde mit deiner Bestimmung kollidieren oder ich weiß nicht, wie man es am besten ausdrückt. Was? Ich werde deinen Körper wieder herstellen, bevor du abgedriftet bist. Okay. Er will mir ein Geheimnis geben. Wer bist du überhaupt? Du bist einfach eine Röhre für mich gerade. Er will mir die absolute Wahrheit geben. Okay. Dann gib mir den Horrible Twist. Ja, ich will die absolute Wahrheit hören. Es gibt mehrere absolute Wahrheiten, aber eine davon ist, nichts ist verloren. Okay. Also es geht um Leben nach dem Tod. Take this truth. It is now in your hands to interpret its meaning. Okay. Es muss jetzt weitergehen. Ach, ich bin also gestorben. Ah, okay. Also das war das Leben nach dem Tod, oder was? Warum ist das kaputt? Ist das goldene Schwein noch da? Ist der Gnom tot? Wow, hey, so... Das goldene Schwein hat seine Beine geklaut. Ja, sie sind abnehmbar. Genauso wie deine Gliedmaßen. Ich kann nicht glauben, dass du den Brennofen überlebt hast. Niemand hat es überlebt. Tja, ich auch nicht. Nimm mich bitte mit. Ja, okay. Komm, nimm mit. Kann ich? Yes. Gut, dann ab durch die magische Tür. Hey, I'm just the door. I don't have a lot of responsibilities besides standing here. Kann ich bitte aufhören, mit der Tür zu sprechen? Die Tür philosophiert gerade, dass dieses riesige Schwein durch sämtliche Türen durchpassen müsste. Also ich werde nicht alles vorlesen, ich vertraue einfach darauf, dass ihr viel Englisch auch könnt. Jeez, okay. Ich dachte, ich muss gegen die Tür kämpfen, tatsächlich. What? Ich mag es nicht, wenn Dinge gruselig lachen. Okay, also irgendwie komme ich nirgendwo hin. Wo bin ich denn jetzt? Also ich will nicht sagen, dass das Spiel kryptisch ist, aber es ist sehr kryptisch. Was ist das? Stop right there, Red Hood. Oh nein, nicht er. I've been sent by Goldpick to stop you from reaching the cursed castle. Achso, nein, ich wollte eigentlich... Lass mich. Ich will da durch. Wieso hat er eigentlich keine Sachen an? Er hat geblufft. Ja, okay, ich lüge für den Ritter, weil er mich einfach durchgelassen hat. I don't know. Let's go. To the mall. Oh mein Gott. Was? Holy shit, wirklich? Alter, wie kann man eigentlich nur so geile Ideen
in einem Spiel haben. Die mich töten. Also ich muss zwischen den Schaltern hin und her wechseln, um die Bahn nach vorne zu bringen. Aber muss nebenbei noch ausweichen. Alter, sorry, aber... Scheiß auf alles andere, was irgendwann mal rausgekommen ist. Okay, nochmal. Und der Song wird schneller. Fuck. Wenn ich das Kart schneller bewege. Es tut mir so leid, dass ich zwischendrin so viel abbreche, aber... Es ist wirklich anstrengend. Let's go. Jawohl. Och, ich bin Meister in dem Spiel. Dankeschön, Card. Die Adresse ist geheimer Eingang zum... Ich habe gerade schon vergessen, was Cursed heißt. Zum verhexten Schloss. Wes Irwin. Steve? Irwin. Gut, das ist mir gerade ein bisschen viel. I can feel you running through my veins. Ist das ein Song? Oh nein, nicht er schon wieder. Okay, er ist gerade sehr beschäftigt. Aber ich weiß nicht mit was. Ich speichern. Er lässt mich in den Labyrinth? Okay, nee, ich speichere. Ich speichere und mach erst mal Pause für jetzt. Es ist nämlich ein sehr anstrengendes Spiel. Das Spiel ist top. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Sagt mir auf alle Fälle Bescheid, weil ich würde es gerne als volles Playthrough machen. Aber nur, wenn ihr auch Lust drauf habt. Also, ihr könnt euch entscheiden. Bis dahin, mehr, ciao, Kakao.